Mein Name ist Damien Kalana, ich bin 37 Jahre alt, ich bin seit meiner Kindheit heute zu Diddling und ich bin seit Mitte Dezember 2014 bei Meister von dieser Stadt. Diddling ist eine Stadt, die mir um Herzen liegt. Ich meine, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend habe verbracht mit Freunden, Kollegen und auch an den Vereinen. Und ich meine, dass Diddling auch eine Stadt ist, die mir ganz viel genügt. Und ich meine, über das politische Engagement, das ich heute gekriegt habe, ich werde viele probieren, in der Stadt Diddling darum zu gehen, was mir an der Jugend genügt für mich geht. Gemeindepolitik ist eine Politik, die sich nur beim Bürger möchte. Also eine Politik, die sich auch in der Proximität möchte. Und in dem Sinne ist es doch für mich als Bürgermeister wichtig, ein Open Hour zu haben für die Leiers, für die Allianzen von den Bürgerinnen und den Bürger. Ein Open Hour, wie gesagt, zu haben, einen Dialog bereit zu sehen. Und eben über den Doten, wie einen Kontakt zu haben, für die verschiedenen Leiers anzukommen. Meine Prioritäten für 2015 die drehen sich rund um Urbanismus und Mobilität. Ich meine, der Fokus ist einerseits, die Projekte fertig zu kriegen, die am Gange sind zu laufen. Hier in Diddling, das ist einerseits das Projekt am Stadtzentrum, das Projekt am Dorf, das ist aber auch vis-à-vis die ganze erbesten Renovierung von der Fassade, von der Kirche, wo wir auch das Management darunter frisch machen, wo wir auch schon echt Akzente vom Shared Space werden setzen, wo wir auch das Projekt als Gemeinde und Niedergas an Shared Space Konzepte anzubetten. Das ist aber auch das Projekt Lenkeschlei, also auch Projekte, wo neue Anwohner auf Diddling wohnen kommen. Das ist aber auch eigentlich am Hirsch 2015, wo als Sportzahl wird fertig, also eine neue moderne Sportstadt kreieren, den Hartmann, die wie gesagt neu gemäht wird, aber auch die Vereine eine flotte, moderne Infrastruktur werden rumfahren. Wie gesagt, die Mobilität am Hirsch 2015 wird auch der Citybus reorganisiert gehen hier zu Diddling. Und natürlich auch die ganze Wolle Schulinfrastrukturen. Quartier Lenkeschlei sind wir am Gange, noch eine neue Schule zu planen. Weil das neue Quartier aus von der Avonawette kommen auch natürlich auch die nächsten Schulinfrastrukturen da müssen. Was für mich auch wichtig ist, dass der Dialog mit den Verengen, egal wie eng Originen ihn hat, und auch generationsübergreifend, also mit all den Generationen. Was für mich aber auch wichtig ist, ist, dass Diddling eine Stadt ist, die weiter wissen wird, auch von einem gesunden Moos. Und ich meine nur in dem Sinne ist es wichtig, dass Diddling eine humane Stadt bleibt, das ist eine humane mit menschlichen Sicht.